So, grüß euch. Willkommen in der kleinen Garage. Heute geht's weiter. Ich bin gerade am Weg zum Christian. Wir werden uns nur mal die BMW anschauen. Das Video über die BMW ist so erfolgreich gewesen, dass wir da jetzt ein bisschen weitermachen. Aber die Transalp-Freunde, bitte noch warten. Das nächste Video ist schon in Arbeit. Aber aufgrund des Wetters, weil ich ein paar Außenaufnahmen brauche, noch nicht fertig. Bitte warten, es kommt sicher das Fahrwerkvideo als allernächstes. So, ein bisschen muss ich noch fahren, dann sind wir beim Christian, sind wir mal gespannt, was uns dort erwartet. Daheim ist er sicher, ich habe noch mit ihm telefoniert. Servus Christian! Hey Hubert! Bin ich zu früh? Ich wollte gerade was abschneiden. Das kann ich später auch tun. Servus. Hallo. Eben so laut, dann bin ich wieder weg. Okay. So, ich schalte da jetzt einmal aus, weil wir haben heute was Spezielles vor, wie immer. Heute präsentieren wir den Vorbau. Wir schauen uns das genau an. Wie schaut das drunter aus? Wie schaut das oben auf aus? Und dazu werden wir das vorne selber schrauben und das machen wir gleich. Und zwar schnell machen wir das, so dass wir nicht viel Zeit aufbauen. Zerlegen wir es. Los geht's. Fangen wir an. So, grüß euch. Nochmal grüß euch. Hallo. Jetzt geht's los. Ganz tolles Echo vom letzten Video. Und ihr versprochen, wir fangen an mit der Beantwortung der Fragen. Wir haben wirklich einige Fragen gekriegt. Eine Frage war zum Beispiel, Christian, was wiegt dieses Motorrad eigentlich? Ich habe schon geschätzt, ich war falsch. Wie viel ist es? Also beim Typisieren, auf das Thema kommen wir vielleicht auch noch, Typisieren, wurde sie abgewogen. Und da hat es angesagt, so um die 190 Kilo. Okay, also und circa 100, wie viel Benzin hast du drin gehabt? Ich sage jetzt 3-4 Liter, 190, 200 Kilo mit viel Benzin. Ja, okay. Immer noch sehr sportlich für einen Zweizylinder. Finde ich auch. Auf alle Fälle. So, dann haben wir also meine Lieblingsfrage. Da freue ich mich besonders drüber. Wie bekommt man das zugelassen? In Deutschland würden sich die TÜV-Beauftragten die Haare raufen. Christian, wo hast du es denn zugelassen? Ich bin gleich nach Deutschland gefahren. Zum TÜV. Der hat sich das angeschaut, der war recht begeistert. Und mit diesem Beleg bin ich dann zum österreichischen TÜV gefahren, bei uns heißt das Zulassungsstelle. Genau. Und dadurch, dass der Deutsche das ja schon genehmigt hat, hat er gesagt, mach mal, ist genehmigt, weil wenn ich mit dem in Österreich hinfahre, dann sagt er gleich. Genau. Also an alle deutschen Freunde in Österreich sowas zuzulassen, ist nur viel komplizierter. Wir fahren einfach zum TÜV nach Deutschland. Genau. Der schaut sich das an, der erkennt es, dass das verkehrssicher ist, der schaut sich die Anbauteile an. Vorderrunde. Manche Teile brauchen eine Nummer. Windschild zum Beispiel braucht unbedingt eine ABE, aber für die Seitenteile zum Beispiel braucht man kein Geschwindigkeitsgutachten, kein Werkstoffgutachten, da schaut sich das an. Ist das bei uns, wo ist das so gegangen? Ich mein Und mit diesem Gutachten, was europaweit gilt, sind wir dann nach Österreich, auch ich mit meiner Transalp, genau. Da habe ich das genauso gemacht und da ist alles genehmigt worden. Und auch dieses Motorrad ist von oben bis unten zum letzten Teil genehmigt. Da ist nichts ein U-Boot. Ist alles genehmigt. Alles. Ist ja wirklich wichtig. Also mit einem Zulassungs-U-Boot rate ich keinen herumzufahren. So, der Rest der Fragen. Sehr viele Fragen waren über diesen Vorbau. Habe ich jetzt schon angekündigt beim Herfahren. Das ist heute unser Thema. Das machen wir jetzt. Das hat die meisten interessiert. Der Zaubervorbau, der ist wandelbar. Wir schauen uns das jetzt einmal an, wie er angemacht ist. Und dazu bauen wir das jetzt runter. Nicht alles, aber einen Teil bauen wir mal runter, dass man mal sieht, wie der aufklingt. Genau, und da fangen wir jetzt an. Genau. Los geht's. Jetzt schauen wir uns das an. Sag mal den Teil, was du da runtergenommen hast. Also den Teil, den ich runtergenommen habe, das ist ein GFK-Teil. Ganz einfach. Bewege mal ein bisschen langsamer, dass wir ihn wirklich sehen. Achtung. Ja, schon tolle Kanten. Also ich habe diese Kanten natürlich vom Tank
übernommen, dass ich gesagt habe, der Tank, der ist recht kantig gestaltet. Und dann habe ich gesagt, dann muss auch dieses Teil, diese Kanten aufnehmen. Und der sitzt halt jetzt so dann am Tank. Und wie hast du den gemacht? Das würde mich schon interessieren. Das ist jetzt die einfache Form. Ja. Ich habe nur eine zweite gebaut, die wirklich schön lackiert ist, weil das ist ja meine Reiseverkleidung, wie wir gesagt haben, die mich nicht stört, wenn es einmal einen Kratzer kriegt, wie der Tank. Gemacht habe ich sie so, dass ich zuerst aus leichtem Sperrholz eine Form gebaut habe, die ich dann mit GFK überzogen habe. Okay. Und es ist extrem stabil und wahnsinnig leicht. So, jetzt schauen wir mal, was da drunter ist. Ja, das ist ja das, was ja alle so höllisch interessiert. Ja, jetzt haben wir mal da das freilegen. Ich habe da einen Metallvorbau. Den habe ich gehabt von einer R100 GS. Und zwar ist der montiert umgekehrt, wo dieser Rahmenbügel verschraubt ist. Dieser Vorbau ist es. Nur, der war nicht steif genug, jetzt habe ich den da noch versteift. Und habe unten ganz wichtig zugeschweißt, der ist hohl, das ist ein U-Profil, habe ich zugeschweißt, dadurch ist er extrem torsionssteif geworden. Und den habe ich dann, da sieht man die Schrauben, den habe ich dann da wieder verschraubt. Auf meinen Rahmenkopf. Okay. Und beim Verschrauben hast du nicht Probleme gehabt mit dem Spanflug, weil das rasselt ja alles dann runter in die Ja, das ist eine gute Frage, weil die R80 G-S oder ST hat diese Bohrungen nicht, weil die ja nie den Vorbau gehabt hat, oder meine hat es nicht gehabt. Und jetzt habe ich den ganzen Gabelkopf ausgebaut, habe das bohrt und die Späne natürlich alles raus, dann, dass nichts in die Lager kommt. Und dann habe ich wieder alles zusammengebaut. Also es ist schon ein ganz schöner Aufwand. und es ist so, dass dieses Teil sehr schlank ist. Das heißt, ich kann den Lenker extrem einschlagen. Also der schlägt dadurch, dass das vorne so schlank gehalten ist, wenn du das von der Seite jetzt filmst, da kann ich, oder von hinten siehst, da kann ich das ganz ranlegen. Ja, also sieht man dadurch, gut, dass das so schmal nach vorn kommt. Jetzt habe ich einen wahnsinnig super Lenkeinschlag. Ja, sogar mit der Strebe, also trotz Strebe. Ja, die habe ich schon so gemacht, dass es vorbeigeht. Und das ist natürlich wichtig im Gelände, dass du einfach einen gescheiten Lenkeinschlag. Und ich muss auch dazu sagen, diese Konstruktion hängt nicht auf diesen Seitenverkleidungen. Mhm. Das ist in sich extrem stabil. Also da rührt sich, schaut her, gar nichts. Das ist sehr, sehr, also die Verkleidung ist nur eine Verkleidung, aber die ist kein tragendes Element. Mhm. Das ist der Bügel, den wir gerade gesehen haben, und dieses Rohr, da habe ich jetzt von einer Lawinenschaufel das Rohr genommen. Das ist Alu, ich habe natürlich ein dünnes Edelstahlrohr genommen. Das hat nur den richtigen Durchmesser. Und ich habe noch ein paar Teile von der Konstruktion, habe ich doppelt machen lassen, nur nicht ausgearbeitet, dass man mal auch sieht, wie das ist. Okay, was haben wir da alles? Also draufhängen muss ich ein Visier von der Denre. Oh, nicht so schnell. Okay, ja, haben wir uns. Dann muss ich draufhängen ein Licht. Mhm. Genau. Und dann soll ich noch draufhängen, zum Beispiel das Armaturenbrett. Ja. Und da habe ich dann noch Befestigungen, die dann noch zusätzlich sind, zum Beispiel fürs Visier. Das erkläre ich jetzt, wie das. Okay, das schauen wir uns jetzt an, weil da ist es spannend. Ich fange mit dem Licht an. Ja. Das Licht, da habe ich einfach aus einem 10 mm Aluminiumblech habe ich das rausschneiden lassen mit dem Laser. Mhm. Habe ich Zeichnung gemacht, die haben wir das rausgeschnitten. Da habe ich es ein bisschen anders konstruiert mit so Wabenmuster, das war das mit dem Bohrmuster. Und das kann ich über dieses Rohr so drüber und dann habe ich es fixiert. Ist jetzt alles ein bisschen improvisiert natürlich. Und dann hängt das Licht einmal beweglich. Das hängt schon mal ganz gut, ja. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das da gut hält. Ja. Beweglich habe ich wieder, das ist jetzt aus vollem Material, ich habe da natürlich auch Waben rausschneiden lassen, wegen Gewicht, obwohl mit Aluminium. Mhm. Wieder so ein starkes Aluminium, das habe ich so schneiden lassen. Und da habe ich zwei Teile, die dann da hinten drauf montiert wurden. Ja, warte mal, schauen wir uns an. Mhm.
Gell? Du, und das Aluminium, was du da verwendest, ist das jetzt ein normales Aluminium oder ist das schon so ein Flugzeugaluminium? Nein, das ist ganz normales Aluminium. Also normales. Hast du da mit den Gewinde keine Probleme? Nein, ich habe die sauber geschnitten und das ist ja, ich habe da wahnsinnig viel Fleisch. Okay, hast du ganz ein tiefes Gewinde. Ja. Das halt dann schon. Und ich habe das natürlich alles mit Gummi dann gelagert. Mhm. Aber die BMW hat ja keine Schwingung in die Lauftasche. Genau, Ausgleichswelle. So, ein Mehrzylinder geht ja gut. Und das habe ich dann da montiert. Ja. So in etwa. Ja. Mit Siemens Lufthaken, oder? Das gibt es ja nicht. Ja, genau. Und da habe ich dazu diese Teile. Ja. Und da ist jetzt, ich halte es jetzt so her, das wurde auf das Edelstahlrohr so fix mit dem Wickschweißer verschweißt. Mhm. Ja, das halt dann. Und dann wurden diese Teile da wieder verschraubt. So in der richtigen Position natürlich. Mhm. So. Und dann habe ich eben da das Windschild draufschrauben können. Genau. Auf beide Seiten. Das ist jetzt verkehrt ein bisschen, aber ja. Eins da, eins da. Und man sieht schon, da ist dann diese Position vom Windschild. Mhm. Ja? Super. Und jetzt, da habe ich auch noch so Ösen gemacht, ja. Wo ich noch Verschraubungsmöglichkeiten gemacht habe für das Armaturenbrett. Ja. Und das ist dann einfach auch wieder ein Laserteil aus Aluminium, pulverbeschichtet, mhm. Der dann da mit der Ausnehmung für den Lift da drüber sitzt. Und da sind dann mein Tacho und mein Zündschloss und all diese Dinge. Mhm. Und das ja. Habe ich dann da verschraubt. Jetzt muss ich aber sagen, wenn ich mir das jetzt so anschaue, was da tatsächlich alles oben hängt, dann finde ich das eigentlich schon krass, dass dieser eine Bügel das festhält. Ja. Also sei bitte jeder daran erinnert, wenn er sich so einen Bügel besorgt irgendwo oder einen hat, dann muss der unbedingt verstärkt werden, weil sonst ist das nicht so optimal. Ich habe den vorher nicht verstärkt montiert. Okay. Das hat man Birnkinder wie eine Gummiwurst. Wenn ihr jetzt nur wissen wollt, da muss ich jetzt auf die andere Seite. Und zwar geht's da um die Aufhängung von den Seitendeckel. Die haben wir jetzt gar nicht besprochen, weil die haben wir so ruckzuck runtergeschraubt. Du hast da nämlich die Seitendeckel am Tank befestigt, habe ich gesehen. Und du hast noch da unten zusätzlich eine Strebe drinnen, die was den Seitendeckel festhält. Wo ist die Strebe eigentlich angemacht? Die Strebe ist eigentlich am Rahmen angemacht, nicht am Ölkühler. Okay. Nur auf der Verschraubung vom Ölkühler kommt hinten ein Winkel, wo die Strebe dann weggeht. Also die Strebe hängt nicht am Ölkühler, sondern auf der Verschraubung. Ja, man sieht es super. Ja. Vom Ölkühler. Ja. Also die Belastung geht nicht auf den Ölkühler. Mhm. Und der Tank, ja, bewegt sich ja beim Fahren, wie ist das? Nein, jetzt? Ich habe den Tank, ich habe den Tank sehr starr drauf. Mhm. Ich kann das auch zeigen, indem ich die Sitzbank schnell abnehme. Der Tank, dadurch, dass der Rahmen verstärkt ist, ist der Tank da direkt verschraubt. Schon mit Gummilagerung, aber der ist da direkt verschraubt. So, aber was mich schon fragt, Christian, jetzt hast du in den Tank ein Loch bohren müssen, dass du eigentlich befestigen kannst. Rennt der Sprit aus, der Tank ist hin, kannst du nicht mehr verkaufen, hast ein Loch drinnen. Ist eigentlich auch noch uninteressant. Wahnsinn. Oder? Wahnsinn. Das Ärgste ist, weißt du, wie viel du hast das in den Tank auch gemacht. Weißt du, was das für eine Windung gekostet hat? Da reinbohren. Also der Tank schaut geil aus. Voll. Ja, du hast die Verkleidung noch nicht gesehen. Zeig her, ich geh mal hin und zeig mir die jetzt. Du hast das jetzt nicht da gehabt, weil lackiert war er ja schon vorher. Ja, es war alles lackiert, aber ich habe mir da so Kleber machen lassen. Mein Gott. Das ist ein edles Teil. Schau, wie geil. Ja, es ist auch da diese Ausnehmung alles mit Rundungen und oben auch. Ja. Jetzt schauen wir uns mal die Rückseite an. Die Rückseite ist auch geil. Ja. Aber was tut man nicht alles, wenn man das möchte, was man will? Aber gehört das dazu? Ich habe mir gedacht, das kriege ich dicht. Ja, sicher. Und wie hast du das gemacht? Ganz einfach. Ich habe einfach eine Schraube genommen. Ja. Mit einem großen, flachen Kopf. Ja. Und habe dann einen O-Ring, einen passenden, da drüber gezogen. Ja. Dann habe ich da mit einem feinen Draht durchgefaddelt. Ja.
habe die Schraube da angefeilt mit einem Loch, habe den Draht durchgezogen, ja, habe die da reingeschmissen und da rausgezogen. Und dann war die innen drin mit dem dichten O-Ring dran. Ja. Und dann habe ich aus Aluminium diesen Winkel da dran gesetzt und schön verschraubt und vorsichtig Anzug, dass es sich nicht mitdreht und da undicht wird. Und das passt. Perfekt. Perfekt. Wirklich perfekt. Also da oben ist sowieso mit Benzin nicht so ein Thema. Aber bei dem habe ich es unten auch und wie gesagt. Absolut dicht. Dicht. Mhm. Okay, gut. Nicht schlecht. Dicht. Aber ja, ich übernehme keine Verantwortung, wenn ihr eure Tanks zerbohrt. Ja, so, Christian, jetzt habe ich aber ausgekehrt, dass du sagst, das habe ich mir fräsen lassen, das habe ich mir lesen lassen, das habe ich mir ausschneiden lassen. Das haben wir eh schon so viel investiert. Was kostet das? Ist das eigentlich teuer? Nein, also ich zeichne mir das im, beruflich habe ich natürlich ein Programm, wo ich AutoCAD zeichne. Mhm. Und da zeichne ich mir die Teile und schicke es zu einer Firma, die Laser schneiden tut. Und wenn sie mal Zeit haben und gerade das richtige Material eingespannt haben, schneiden wir dir das mit und dann kostet mir, ich sage jetzt, die ganzen Teile vielleicht 50 Euro. Wirklich? Ja. Also da muss man nicht zu Hause zum Feilen anfangen. Nein, ich feile dann schon. Ja. Also die kommen ja recht froh und die werden dann, das ist jetzt das Rohe. Ich habe das alles dann nur Pulver beschichten lassen. Mhm. Aber das ist dasselbe. Pulver beschichten, muss man jetzt sagen, bitte, wenn du Zeit hast, mach es mit. Genau, ja, habe ich ja auch schon gemacht. Ja, und so kleine Teile, das ist ja kann gleich mal werden. Ja. Und ich feile das dann alles sauber nach und schleife es in gratis und dann lasse ich das beschichten. Mhm. Und dann schaut das schon cool aus, die Teile. Also. Was mich eigentlich noch interessiert hätte, über das haben wir noch gar nicht geredet, was hat dich inspiriert, dass du dieses Motorrad so baust, wie es jetzt da steht? Jetzt hat einer geschrieben, dass alles wie HPN, alles nichts Neues. Richtig. Irgendwo ist ja, was ist schon neu? Man sieht was, man verändert es ein bisschen, baut weiter, hat eine Idee, wo gesehen. Wirklich was Neues erfindet heutzutage niemand mehr. Ja. Aber der HPN war sicher Vorreiter. Und ich habe auch viele Zeitschriften gesehen und habe gesagt, das finde ich cool oder das gefällt mir nicht. Mhm. Und der Vorbau zum Beispiel oder die Farben, das sind BMW oder HPN-Farben vom lackierten Teil. Ja. Und HPN hat einen Vorbau, weiß nicht, wie der jetzt konstruiert ist, aber ich wollte halt einen eigenen entwerfen. Ja. Ja. Und so ist der entstanden und ich finde ihn eigentlich ganz gelungen. Nicht ganz so klobig wie die anderen. Mhm. Ja, prinzipiell ist das ja das Klasse an der Sache. Man macht es individuell. Dieses Motorrad gibt es nur einmal, obwohl es eh nur ein HPN-Nachbau ist, wie es eben schon. Ja, schlechter wahrscheinlich, ist. Ja, aber es aber, ist ja ein eigenes Werk. Genau, genau. Ich finde es sehr gelungen. Ich finde die Möglichkeiten, was das Motorrad noch bietet, sehr gelungen. Und die Ausführung ist natürlich äußerst fein gemacht. Also ich muss sagen, Christian ist echt so ein typischer, penibler Typ. Da wird oft was 20 Mal runtergeschraubt, bis dann wirklich oben bleibt. Ja, es ist ja so, alles, was man schnell raufschraubt, das oben ist. Fällt wieder schnell runter, fällt, oder? Nein, das ist hoffentlich nicht, aber man nimmt es wieder runter und schaut, na, das mache ich jetzt aber schon anders. Ja, ja. Und es macht ja genau den Spaß, diese Schrauben. Wenn ich jetzt ein nagelneues Motorrad da stehen habe, ja, das ist schon schön. Fordert toll. Aber was tue ich dann? Ja. Ich sag's euch, so ist es mir gegangen. Ich habe mir vor Jahren eine 800 GS gekauft und mit der bin ich gefahren. Das ist ein tolles Motorrad, lässt sich gut fahren, aber ich habe die in die Garage gestellt und damit war das erledigt. Und ich habe ganz viel wertvolle Zeit, die was ich eigentlich mit dem Motorrad nach dem Fahren verbringen könnte, nicht verbringen können, weil das kein Motorrad zum Schrauben ist, meiner Meinung nach. Ja, es gibt sicher welche, die das auch noch schrauben. Aber das war einfach nicht spannend. Also das war mir zu fade. Nein, und weißt du, was auch dann noch cooler ist? Wenn du dieses Ding dann auch noch irgendwo auf einer Reise bewegst genau. Und nicht nur schraubst und dann nicht mehr berührst, sondern wir jagen das Ding ja richtig rum. Ja, genau. Und ich habe ja einen Spaß am Fahren und am Schrauben. Genau, so ist es, ja. Ja, wir kriegen schon Kilometer auf, auch viele Offroad-Kilometer.
Ich bin schon heuer gespannt, wenn wir fahren. Wir werden einmal, glaube ich, da bei mir einmal eine Runde drehen oder bei uns. Genau. Und dann machen wir einen Film. Und dann machen wir einen kleinen Film, ja, wo wir überall rumfahren. Ja, aber dann musst du mit du auch filmen, weil dann bist du nur immer du drauf. Das ist erfahren. Ich filme halt nicht so gut. Ja, ich glaube, wir können das jetzt eigentlich abschließen. Ja. Das Video hätte kurz werden sollen, ist schon wieder lang geworden. Schauen wir mal, wenn ich es geschnitten habe. Ja, schneid was raus. Am besten mich. Und wir freuen uns sehr über neue Kommentare. Was noch interessant wäre, wir wissen ja gar nicht mehr, was wir erzählen sollen. Stimmt schon. Eigentlich nicht. Wir haben einiges noch hinter mir. Stehen die Teile, das wandelbare Motorrad. Aber jetzt haben wir mal das Grundgerüst erklärt. Jetzt haben wir das endlich geschafft. Eine Verwandlung haben wir schon ein bisschen gezeigt. Genau. Und die würde aber, ehrlich gesagt, Verwandlungen, weil ich schraube es jetzt zusammen und so bleibt es jetzt, weil wir machen dann eine Reise. Ja. Und nach der Reise, dann mache ich es dann wieder schick. Genau, da machst du quasi zum Ausfahren. Ich schick. Ja, wenn du die Schnecke hinten auflatzt. Nein, da mache ich schick. Okay, also ich wünsche euch alles Gute. Schreibt uns bitte. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt gespannt sein.